Stelle, Leute, ein herzliches Willkommen zurück zur Let's Play Simulator. Und ja, schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir machen heute weiter mit der Eroberung von Frankreich. Ja, ich wollte mich keine Trophäe bekommen für Deutschland. Eigentlich habe ich alle alte schon. Ich glaube, ich habe sie gerade mal durchgegangen. Müsste eigentlich Deutschland jetzt fertig haben. Wir haben jetzt also quasi nur noch Frankreich. Wir fangen jetzt an in Grenoble, da wo wir in der letzten Folge aufgehört haben, und nach über Lyon, Dijon, Narren und Lille. Da arbeiten wir so langsam ins Landesinnere vor. Vier Folgen sind es nicht mehr bei unserem Flixbus. Fernbus-Simulator, so gemerkt. So, was haben wir denn? VDL, Scania, mit dem ich eigentlich zufrieden bin, Scania, oder? So, ich hätte gerne wieder einen Doppelschockbus, natürlich. Aber scheinbar. Blubi, blubi. Ja, wir nehmen den hier. Wir nehmen den immerhin Lions Coach L. Mit der dritten Generation. So, uhrzeitmäßig haben wir heute den 27. Ja, ich habe wieder eine Folge einen Tag wieder falsch ausfallen lassen, weil dieses Spiel einfach so zeitlich intensiv ist. Habe ich gesagt, hier. Ja, ach, jetzt geht's wieder. Jetzt geht's einfach mal tatsächlich. Oh, wir können da. Hat das jetzt mit dem Update reingehauen? Schön. Schön. Cool, wir können mal eine andere Lackierung nehmen. Gucken wir gerade. Das ist halt 19. Facebook. Yay. Spanische Linie. Wir nehmen mal Machermann-Tours. Machermann-Tours. Klar, kriegt er natürlich das. Kriegt er natürlich das Standard-Ding. Ne? Wir fahren heute mit einem Mann. Wir fahren heute nicht mit Flixbus. Wir fahren heute ein Reiseunternehmen. Ein fiktives Maramann. Natürlich, jeder weiß das Original, aber gut. Und deswegen geht's heute nach. Durch Frankreich. Ja, wie gesagt, das Spiel ist ja zeitlich intensiv, was das Aufnehmen betrifft, was das Schneiden betrifft. Deswegen seht es mir nach, dass wir durch mal auch Folgen ausfallen werden. So. Jetzt können wir wieder die Klimaanlage irgendwo hochstellen. Das ist schön, dass beim letzten Modell konnten wir es nämlich nicht. Mit Ergo, deswegen wollen wir es heute machen. So, jetzt stelle ich mal kurz meinen Bus mal halt mal alles mal ein, so wie es haben will. Okay, die Ansagen sind sehr, sehr leise. So, dann starten wir mal durch. Dann fahren wir hier raus, würde ich sagen. Ja, wir sind heute in Grenoble. Ist das jetzt normal, dass die Karre so... wir müssen nicht schon aufpassen, wir hier unten. Na gut, ist das nur ein Dings. Da ist auch so wie das Wasser gewesen.
Also da muss ich gerade schon ein bisschen sagen, der Kleine, der zieht nicht so ganz, wie das eigentlich soll. Ich fahre doch nicht mehr heute. Ich fahre doch. Boah, das wäre jetzt natürlich blöd. Warte mal. Eigentlich sollte der Automatik fahren. Na, fahr mal, komm. Okay, so geht's halt. Also zieht er doch. Oh. Ein bisschen aufpassen jetzt. Hingänge. Okay. Jetzt aber ist gut. Jetzt ist es vorne der Geschwindigkeitsbahn in Ordnung. Ja, Paris werden wir natürlich noch nicht diese Woche anfahren. Das werden wir erst diese Folge anfangen. Das werden wir wahrscheinlich erst am Ende der nächste Folge machen. Na gut. Dann starten wir heute durch, wie gesagt, auf unsere Reise durch Lille, nach Lille, über Dijon, Lyon und Rennes. So, jetzt muss ich gerade noch gucken, dass wir hier die ersten Leute einladen. So, jetzt muss ich gerade gucken. Das wäre das natürlich total toll hier. Gibt's? Weil die Schranke noch nicht zu 100% offen. Aber ich finde es gut, dass sie jetzt quasi das mit den Farben gefixt haben. Wir konnten vorher nur die Originalfixbuslackierung fahren, die konnten mal. Wir konnten auch nicht die links fahren. Deswegen, warte mal, ich muss gerade kurz gucken. Hier sind wir. Okay. Bei dem Modell. So, jetzt war es gerade den Back rein von euch. Das hast du dich erstmal anmelden. Alles, was jetzt natürlich hier an unserer Route liegt, Lyon, ist nämlich die erste Stadt zwischen Haltestelle. Nach Rhein, also Rennen. Auf geht's, genau so ist es. Nee. Düsseldorf, nein. Mönchengladbach, nein. Lyon ist okay. Dijon ist okay. So, habe ich jetzt alle, bis auf den einen, der da rumsteht? Nein, du bist doch Konstanz. Das ist auch falsch. Halt die Stücke hinweg. So, die drei wollen überall woanders hin, das heißt, es interessiert mich jetzt zu wenig. Könnt aber wenig da bleiben, wo er soll. Wir machen es weiter. Wir machen die Tür zu und dann geht's los. Wir müssen gerade ein bisschen aufpassen hier, weil da steht auch der andere. Das werde ich da irgendwo reinfahren, wo wir sollen. So. Halt mal kurz. Ach, wir sind schon dran. Also gut, da geht's los. 128 Kilometer nach Lyon. Ja, Frankreich fehlt uns noch. Dann haben, oh. Ich werde sie verklagen.
Entschuldigung, wir sind doch nicht mehr vom Hof runter. Ich hab die Schalke zu spät gesehen. Ich dachte mir, ah, du kommst schon durch, die fährst einfach rum im Zweifel. Nee, wir knallen mit voller Leute gegen diese Schranke gehen. Na gut, dann hoffe ich, dass das alles soweit wieder funktioniert, bis alles klappt. Wir werden sie irgendwie versuchen zu biegen und sie kriegen und wie auch immer. Das du gerade gefurzt, Kollege, das hört sich gerade verdammt an. Rasen Sie eigentlich immer so? Klar. Wir sind hier bei Machermann, du, hier muss gerast werden. So, dann geht es los nach Lyon. Aber da diese Strecke hat nicht. Frankreich waren wir, glaube ich, bis auf Grenoble noch nicht. Wir sind zweimal wieder angeschnitten, aber wir sind nicht durchgefahren. Und das machen wir nämlich jetzt. Jetzt erobern wir nach Frankreich. Ups. Oh, was war das denn? Ich nichts wissen. Du bist, wir sind gerade, wie gesagt, komplett schon. Wir sind. Ey, wir sind noch nicht mal weg von der Stimme. Wir sind noch nicht mal im ersten Spot. Und ich habe schon ein leichter Unfall, schwerer Unfall, Bordsteinkante getroffen. Ja, zu schnell. Aber ihr könnt übrigens nicht über die Klimaanlage mehr meckern. Mal, die steht auf genau auf diese 21,5 Grad, wo sie nicht meckern. Na? Und wieder geht das gerade, weil es bergab geht, das ordentlich oder das Ding ist schnell. Sind ja mit dem MAN unterwegs heute. Bei dem Modell, wo es keinen Doppelschockbus gibt, zumindest nicht in diesem Spiel. Aber ist auch okay. Wir fahren ja mal ein bisschen alle Marken durch. Wir haben dann, glaube ich, auch fast alles, ne? Und nein, ich. Ja, kann man mal überlegen, aber den Sprinter mal ausprobieren, aber den würde ich eigentlich ungern auf diese Langstrecken ausprobieren. Dafür ist einfach zu wenig Platz in dem Bus. Also mit dem kleinen Transporter. So, jetzt müssen wir ein bisschen Gas wegnehmen, weil die Kurve jetzt verdammt eng ist gerade hier. Und wir gerade mitten dabei sind die LKWs. Guck mal, da kommt schon der Kollege von der gleichen Firma. Der Hubert war das. Also die Kurven sind aber ganz schön nicht ganz ohne hier. Muss ich mal gerade so loswerden. So, da wir um 12 Uhr gestartet sind, machen wir natürlich um 16 Uhr unsere erste Pause. Ja, 16 Uhr? Ist das richtig? Ja. Alle 4 Stunden. Clermont-Ferrand, okay. Aber wir machen weiter Richtung Lyon. Nach Gent brauchen wir nicht mehr. Haben wir ja jetzt abgearbeitet, die Schweiz in der letzten Episode, genauso wie Deutschland. Da sind wir ja nämlich von Innsbruck aus. Über Konstanz, Neuschwangau, also Neuschwangau, Schwangau, ja, wie auch immer. Konstanz, Genf, Bern. Ja, bis nach Grenoble gefahren, wo wir jetzt gerade gestartet sind, wo wir jetzt uns auf den Weg da machen, um Frankreich zu erobern. Wie gesagt, Paris kommt auch relativ bald. Ich vermute in der nächsten Folge, dass wir das quasi dann so stückeweise von oben nach unten wegmachen. Sonst ist es zu lange, zieht zu lange.
Aber wie gesagt, wir wissen es auch nicht. Ja, seht es mal bitte nach, dass nicht immer jeden Tag eine Folge kommen kann. Ich überlege gerade was. Ob wir das Spiel nicht allgemein noch 2 Tage machen. Doch, das ist vielleicht gar nicht so doof eigentlich, dass wir den Flixbus im Vollmusumlader auf 2 Tage machen, gerade jetzt bis zum Finale. Sonst komme ich im Schneiden nicht hinterher. Ich habe genug andere Projekte noch. Mein Laptop läuft eigentlich komplett durch den ganzen Tag im Schneiden und das wird sonst zu lange. Gerade das Spiel braucht ewig lange. Nee, machen wir das so. Dann machen wir den Flixbus-Simulator nur noch, Fernbus-Simulator nur noch alle 2 Tage. Bis wir dann durch sind. Und ich würde fast sagen, wir machen das abwechselnd mit dem neuen Projekt. Das war dann quasi relativ zeitnah mit dem neuen Projekt anfangen. Also ich ziehe. Ja. Oh, warte mal, ich muss hier raus. Ja, es tut mir leid, es geht nicht anders. Wie gesagt, ihr merkt, es fallen immer wieder Folgen aus. Also gerade bei diesem Spiel hier. Sonst komme ich echt nicht hinterher. Machen wir so. Ja, es tut mir leid. Also es geht nicht anders. Und gerade weil ich jetzt im nächsten Urlaub bin und mir also nächste Woche im Urlaub bin, 3 Tage, bin ich auf der Hochzeit. Und da ist es mir lieber, das einfach so zu machen. So, wir dürfen mal wieder ein bisschen Cash bezahlen. So, einfach durch. Dann sind wir gleich in Lyon. Ja gut, die Frage ist, ob das mit der Lackierung nur auf diesem Bus richtig wieder ist oder ob das auf allen Bussen wieder richtig wird. Auf allen wäre das total toll. Ich habe euch in irgendeiner Folge erst mal gezeigt. Und dass da nicht alles ganz voll richtig ist. Da sind wir schon in Lyon. Die Haltestelle ist ja links von uns. Das ist doch keine Verfolgungsjagd. Das ist doch keine Verfolgungsjagd. Egal was du nimmst, nimm weniger. Ich muss überholen. Ich bin Maramanturas hier. Hier ist nichts mehr Flixbus. Jetzt Flixbus gekündigt. Jetzt Maramanturas. Warte mal. Oh oh. Hallo, ich muss wieder durch. Jetzt habe ich meinen Kaffee verschüttet. Tja, ist auch weniger. Hallo, ich muss da durch. Ich Flixbus. Ah, ne, nix Flixbus. Oh, Alter. Fahrschule, genau. Das Fahrschule? Das war Taxi bestimmt, oder? Guck mal, da passen wir doch locker durch. Zwischen dem Auto und dem Taxi. Einmal kurz mittig durchgezogen. Frage, wie viel Blitzer gibt es hier Blitzer? Tempolimit hier echt so hoch? Ja, yep, bei 200. So, dann sind wir hier schon da. Wo kann ich hier durch? Haben wir die scheiß Kranke auf hier? Hallo? Meine Fresse, dass man erstmal hupen muss, bis mal hier irgendwas ist. Aber da die Schilder standen, ich weiß. So, Lyon. So, die ersten steigen aus. Da. Ne. Ja, weg. Geh mal weg, Tussi. Das Ticket. Auf geht's. Ja, Jean. Reims. Hallo. Das. Nein.
gültig? Ja, ich gucke gar nicht auf die Namen, ich gucke jetzt am Fisch. Fahren Sie, auf geht's. Auf geht's. Ciao. Ich wünsche auch. Ja. Sehr voll. So, habe ich die jetzt? Hallo. Die nächste? Die Jean habe ich jetzt. Habe ich jetzt eigentlich alle erwischt? Ja, ne? Ja. Ich gucke schon, wie gesagt, gar nicht, was der Name ist. Ich hätte auch die Hilfslackierung hier nehmen können, die Frankreich-Lackierung. Die können wir vielleicht in der nächsten Folge mal nehmen. Warte mal, ich fahre jetzt. Ich muss ja rückwärts hier rausfahren. So, warte mal, kurz Fahrt stocken. Und dann geht's weiter. So, dann fahren wir hier weiter. Und machen uns auf. Auf den Weg nach Dijon. Kleine neue Aufnahme starten, dann geht's weiter. Ich freue mich immer schon ein bisschen auf Paris. Upsi. Das ist Taxi übrigens. Tatsächlich. Ich freue mich schon ein bisschen auf Paris. Ich war ja schon da. Ich war ja vor wann war ich da? 2011 ungefähr? Ja. Ende Mai 2011 war ich da, genau. Schöne Stadt. Finden Sie nicht, dass Sie ganz schön heizen? Ich kann mal heizen, ich kann mal die Heizung hochdrehen, mein Freund. Freundin. Ich war ja vor der 11 dort und ja, Paris ist eine super schöne Stadt, es ist aber scheiße teuer. Wir haben fürs Parken, glaube ich, bezahlt so 10, 11 Euro die Stunde. In so einer Tiefgarage drin. Oh, jetzt muss ich hier vielleicht anhalten. Ich will hier raus. Gib mal Gas da. Mach mal weg. Oh, jetzt haben wir hier. Mein Nagel ist angerissen. Ja, selber schuld für deinen scheiß Nagel. Ich muss hier durch! Da lässt du sogar den Schlüssel stecken. Und damit dann quasi gesagt, okay, du so und so lange. Soll ich schon wieder bezahlen? Sehe ich das gerade richtig? Ist wieder Schweiz, wir dürfen hier blechen ohne Ende. Kann ich hier doch durch? Ja, ne? Das schaffe ich doch. Fuck! Ich habe gerade gedacht, scheiße, den kriege ich da in die Ecke. Ich wollte eigentlich also in der Mitte durch, aber da bricht mal die Fuck offen. Keiner hat gemeckert und keiner hat. Jetzt muss ich gerade gucken, wo wir lang müssen. Die Jean nach rechts, ja. Was ich gerade soll ich sagen, ja genau, wenn man den letzten Schlüssel steckt, dann sagt man dem ungefähr, ja, so und so lange bleibe ich. Und immer dann, wenn du sagst, okay, du kommst ja dahin, und da steht dein Auto quasi schon am Eingang, weil dort stehen da halt irgendwelche Luxuskarossen, Aston Martin, Ferrari, Lamborghini, und hast du nicht gesehen, wir hatten so einen alten Ford Fiesta, war ein Kumpel von mir, was ich meine. Ja, trotzdem, also, ja, dann sind wir da irgendwo frühstücken gegangen. Meines Wissens war es, glaube ich, auch das Café, wo damals der Anschlag war. Oder einer der Anschläge. Ich meine, es wäre dieses Café gewesen, wo wir drin waren. Da haben wir, glaube ich, für 12 Euro oder so. Hallo? Komm mal, reicht's hier? Ach, du willst, okay. Och, Alter. Jawohl, schön das Taxi weggebremst. So wie man es macht hier. Man bleibt einen Eindruck hinterlassen. So, genau. Da haben wir vor 12 Wochen so ein englisches Frühstück gehabt. Also mit Bohnen und Ei, Baguette, Marmelade und so ein Kram. Und ich weiß nicht, was da noch drin war. War super lecker. War jetzt nicht besonders viel, aber und es war halt scheiße teuer, ja. Paris ist eine scheiß teure Stadt. Alleine oben auf den Eiffelturm zu kommen. Bist du mal für, glaube ich, fast 40 Euro bist du da gewesen.
Wir haben in der Nähe vom Eiffelturm parken wollen erst, deswegen sind wir auf diese Parkhofspitze irgendwann jetzt gekommen. Wir haben in einem Wohngebiet geparkt, also in der Nähe vom Eiffelturm ist. Wir wussten aber nicht, dass man dafür einen Spezialausweis bekommt. Das haben wir dann irgendwo erst gelesen. Wir sind tatsächlich, grund nach unserer Ankunft, sind wir tatsächlich von der Polizei kontrolliert worden. Die Polizei kam da dahin, leuchtet aufs Kennzeichen, oh, deutsche Kennzeichen. Also sind dann weitergefahren, weil die wussten, okay, wir wussten es nicht. Wir wussten es wirklich nicht. Als wir dann einen Parkschein ziehen wollten, stand das tatsächlich auf dem Parkscheinautomat drauf. Das heißt, ja, dürfen nicht. Also, deswegen sind wir dann durch die Stadt gefahren, haben versucht, einen Parkplatz zu finden, haben wir keinen gefunden, haben wir dann irgendwo durch Zufall über das Navi einen gefunden und das war halt diese Tiefgarage. Ja, also parken, Parkplatz finden und parken ist teuer. Paris, ja. Und was wir noch gemacht haben, wir waren dann früh um 6 Uhr, also 5.30 Uhr waren wir da, 6 Uhr. Zum Erstes sind wir erstmal was frühstücken gegangen. Also was heißt frühstücken, wir haben uns was geholt. Wir haben eine Bäckerei gefunden und wir haben mal so Schokocroissants gegessen. Und diese Schokocroissants, die kamen aus dem Ofen frisch. Oh, die haben so geil geschmeckt. Oh, geiles Rezept auf jeden Fall. Klar, Frankreich, Croissants, nee, und alles drum und dran. Dinge, die müsst ihr dann quasi wirklich in den Moment essen, wo sie herkommen. Und man merkt halt mega den Unterschied. Ich war, 2006 war ich in Italien. Und da habe ich dann wie Eis gegessen. Du kannst das Eis, was unten, was du in Italien unten hast, das kannst du überhaupt nicht vergleichen oder größtenteils nicht vergleichen mit dem Eis, was es hier bei uns in den deutschen Eisdielen gibt. Da kostet in Italien eine Kugel, war damals so, 1,80 €, zwei Kugeln 1,90 €, drei Kugeln 2,10 €. Und glaub mal, ich bin ein guter Esser, gerade was, wenn es sich um Eis oder sowas betrifft, ich war heute noch Eis essen. Ich habe normalerweise kein Problem mit drei Kugeln problemlos zu essen. Das war in Italien damals das allererste Mal, dass ich einen Eisbecher zurückgeben lassen, weil ich ihn nicht geschafft habe. Wie gesagt, ich bin ein sehr guter Esser. Liegt nämlich daran, dass die Eiskugeln doppelt so groß sind wie unsere hier. Deswegen auch diese verrückten Preise. Das war 2006 zu Zeiten der Fußballweltmeisterschaft, als tatsächlich auch ausgerechnet Italien noch bei uns in Deutschland Weltmeister geworden ist. Wir haben das Halbfinale in der Bar in Italien damals gesehen und die Tore habe ich nicht wirklich gesehen, weil die alle so direkt aufgesprungen waren und alles drum und dran. Und ja, aber es war eine schöne Zeit damals, ja, es war wirklich ein schönes Urlaub und ich bedenke, ich war noch nicht mal, wollte noch nicht mal mit. Ich habe damals gesagt, nee, ich fahre nicht mit, ich wollte mir eigentlich einen Job suchen. Ich sagte, nee, will ich eigentlich nicht. Ich habe es nicht bereut. Wir sind damals mit Freunden von meiner Schwester gefahren und oder deren Eltern oder der Familie. Und es war wirklich eine schöne Zeit. Es waren wirklich schöne 3 Wochen waren es insgesamt, die wir gefahren sind. In einem Wohnwagen von Deutschland aus runter. Und ja. Es war wirklich traumhaft. Toskana, ich glaube, wir hatten, glaube ich, von unserem Zeltplatz zum Meer hatten wir, sagen wir mal, so 100 Meter, 200 Meter vielleicht. Wir sind eigentlich morgens aus dem Zelt raus, Badehose rein und ab ins Meer. Also nicht wirklich geduscht, sondern ab direkt Meer. Und dann bis abends Mitternacht oder so am Strand gesessen und außer halt Essen haben wir am Strand gesessen und ja, und sind dann sogar noch Mitternacht schwimmen gegangen. Die haben, glaube ich, um 10 oder so, haben die, glaube ich, den Strand zugemacht und dann durfte aber trotzdem noch sitzen, weil wir noch einen Gleichweg kannten, zurück zum Campingplatz außenrum und es war wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit. Ich würde es gerne wieder machen, wenn es geht. Ich hatte mal eine Bekannte, die kommt tatsächlich aus Italien und mit der wäre ich gerne mal die Strecke gefahren. Aber das hat sich zerschlagen, nach meinem Umzug vor allen Dingen auch. Ich bin ja 2019 bin ich ja umgezogen, also ein weiter anderes Bundesland, also quasi einmal quer durch Deutschland. Ich bin ja von NRW nach Sachsen gezogen, für Leute, die mich nicht kennen. Ich wohne in der Nähe von Leipzig, steht glaube ich auch in meiner Videobeschreibung drin. Und deswegen ist auch der Grund, warum wir den Startort hier im Flixbus-Simulator Leipzig gewählt haben. Und ja. Aber wie gesagt, Italien war eine schöne Zeit. Und ich war sehr, sehr lange Urlaub. Ich hatte, glaube ich, 3 Monate knapp Urlaub damals in dem Zeitraum. Das war nämlich der Zeitraum, wo ich aus dem Urlaub aus der Schule gegangen bin. Das war das Jahr. Ich bin 2006 aus der Schule raus und hatte dann vom 16. Juni, das war mein letzter Schultag, bis zum 1.9. frei. Also 2,5 Monate frei. Und dann sind wir quasi 2 Wochen nach Rügen gefahren. Wir sind rüber hier nach Deutschland zurück.
Haben, glaube ich, einen Tag sind wir hier geblieben und sind dann quasi direkt wieder durch nach Italien. Und über 2 Tage sind wir dann gefahren. Und, okay, ich soll gleich noch rüberfahren, weil warum immer da jetzt so Schornstreifen war. Ja, plötzlich haben wir nur noch 80 Kilometer bis Dijon wäre und wir uns hier fleißig und schön unterhalten. Ja, wie gesagt, dann sind wir direkt nach Italien gefahren, dann sind wir dann bis zur Schweiz gefahren, also bis Basel. Und dann haben wir damals das Spiel, das war ja das Deutschlandspiel, das ging gegen Argentinien. Das haben wir, wo war Deutschland ja mit Filterschießen weitergekommen ist, mit dem Zettel, der berühmte Zettel. Haben wir dann geguckt, weil wir gedacht haben, ja, wir gucken nur das Spiel und fahren dann weiter. Aber dann war halt mit Verlängerung oder Elfmeterschießen, da war das eh zu spät. Da meine Eltern beschlossen, ja, wir bleiben quasi doch die Nacht jetzt noch in Basel und sind dann quasi von Basel runter in die Toskana dann am nächsten Tag gefahren, haben den letzten Rest gemacht. Und ja, schöne Zeit auf jeden Fall, wie gesagt, definitiv. Also nimmt mit, was geht, gerade wenn es solche schönen Länder sind. Und ich will ja irgendwann auch mal, ne, wieder hin. Ja, mein nächster großer Urlaub, das ist in ungefähr 2 Monaten, also wenn man bei dich, heute nehme ich ja auf und am 25. und ich fliege am 25.8. Also quasi in 2 Monaten fliege ich dann endlich nach langer Zeit mal wieder in den Urlaub in die Schweiz und ja. So, jetzt kommst du natürlich hier raus. Wo muss ich jetzt überhaupt lang? Dijon geradeaus, okay. Constance, sagt jetzt gar nicht. So, der fährt jetzt hier raus. Und nur noch 50 Kilometer bis zum nächsten Stop. Ja. Ja, wir fahren heute, wie gesagt, die Ecke hier durch, komplett. Und dann wird es wahrscheinlich rauslaufen, dass wir haben ja nur noch eigentlich den ganzen Kram hier. Ich vermute, dass wir in Marseille, Nizza, Perpignan fahren. Also ich weiß, nee, wir werden Paris wahrscheinlich fahren. Ich denke mal, dass wir Rennes, Paris, Rouen mitnehmen. Und wahrscheinlich dann weiter aber nach Rennes, Brest oder was auch immer, dann Nord. Ich weiß es noch nicht, aber Brest wahrscheinlich. Dass wir dann die obere Hälfte, diese 4-5 Stationen mitnehmen. Ja. Dann haben wir auch den nächsten großen Teil. Dann haben wir nämlich dann hier oben die Ecke weg. Also diese Paris, Rennes, Paris, Rouen, was wahrscheinlich Rennes, Brest, vielleicht Nord, ich weiß nicht, was die Kilometer sagt, wahrscheinlich aber nicht. Und dann haben wir nur noch Nord, Tours, Limon, also dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, es kann jetzt auch 2, 3 Folgen sein. Also viel mehr will ich jetzt auch nicht sagen. Vielleicht 4. Dass wir dann quasi bald durch sind mit dem Let's Play und dann mit dem neuen Projekt durchziehen. Aber wie gesagt, das neue Projekt wird nicht keine 2-Stunden-Folgen haben. Ich verrate euch auch noch nicht, was es ist. Das wär, jawohl, ja, wir werden es sowieso demnächst sehen. Wahrscheinlich sogar morgen schon. Bald schauen. So, jetzt müssen wir hier rechts runter nach Dijon zurück. Runter. Ja, du hast halt viele Städte, die unten irgendwo in einem Ziffel drin hängen, die du dann natürlich mitnehmen musst. Deswegen. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen runter vom Gas gehen. So, Grenoble brauchen wir jetzt nicht. Die Ampel war tatsächlich grün. Wie gesagt, Pause, 2,5 Stunden, 16 Uhr, ja. So, da sind wir dann in Dijon gerade drin.
Sonst muss ich mich ein bisschen auch richten. Das ist halt das Problem. Aha, fremdes Land. Haben Sie nicht das Tempolimit gesehen? Ich habe ja nichts gesehen. Gehen wir nicht auf den Senkel. Das ist Frankreich. I love it. Warte mal. Nee, das ist falsch. Das ist leider falsch. Scheiße. Da habe ich mich ein bisschen leiten lassen, weil ich da. Weil da habe ich gesagt, ja, biege ab, aber. Müssen wir den nächsten raus. Das ist Frankreich und genau deswegen freue ich mich auf die nächste Folge. Ich freue mich auf Paris, weil Triumphbogen, Kreisverkehr, berühmt, achtspurig. Da wird auch einfach von innen nach außen durchgezogen. Das ist scheißegal, genau wie der Sprinter das gerade eben gemacht hat. Da müssen wir auch höllisch aufpassen. Ich freue mich trotzdem drauf, auf Paris. Aber das dauert noch ein bisschen. Das dauert definitiv noch mal 2 Tage jetzt, bis wir da sind. Aber wie gesagt, ich vermute dann alles gut, dass wir mitnehmen. Werden wir von der Polizei verfolgt? Klar, die französische Polizei, die ist ganz schlimm. Die jagt immer Busse. Gerade von Machermann-Tours. So, noch kein Blitzer erwischt. Die Frage ist, ob das so bleibt oder ob wir noch einen kriegen. So, jetzt müssen wir hier links raus. Wie gesagt, ich wundere mich, dass ich für Deutschland keine Trophäe gekriegt habe. Für die sämtlichen Länder, die ich mir freigeschaltet habe, ja, habe ich Trophäen bekommen, auch Österreich und so, aber jetzt. Kaffee verschüttet. Ist mir scheißegal. Ich habe eine Firma, die das sauber macht, interessiert mich jetzt wenig. Boah, Alter. Das ist aber auch so eine Ecke hier. Das ist aber auch so eine Ecke hier, ey. Schlimm, warte mal, ich bin hier rechts, ne? Ey, links, Quatsch. Wo ist denn der Haltepunkt? Ja, so nicht. Da vorne ist er, alles klar. Und damit herzlich willkommen in Dijon. Sieht schick aus hier. So, Frage, wo sind hier Leute? Gibt es hier keine Menschen? Doch, hier. Rennen. Ja, alles gut. Warte mal, ich muss mal gucken. Hier ist auch einer mit dem Ticket mit seinem Bruder zusammen. Ja, das kannst du gerne tun. So, dann haben wir sie, glaube ich, einmal alle durch. Wir sind einmal alle drin. Wunderbar. Ich guck mal gerade, ob wir noch irgendwelche Leute nicht drin haben. Ne, wir haben alle. Okay. So, ist sehr warm jetzt. Jetzt kann ich mal das Fenster runter machen. Ja. So, dann sage ich meinem Kollegen mal hier Bescheid, von wegen, wir fahren mal los. Und machen uns auf den Weg schon nach Rennes. Sind wir schon in Rennes? Ja gut, wir haben nicht viele Haltestellen, ne? Rennes und Lille, ja, tatsächlich. Also wir sind gar nicht, was die Strecke betrifft. So, fahren wir weiter. Ja, okay. Okay. Wir machen da mal kurz eine Rundtour. Wir fahren jetzt 330 Kilometer bis nach Rennes. Und dann zieht sich das. Wie weit ist denn das von Rennes nach Lille? Das wird wahrscheinlich auch nochmal so ein Ding sein, ne? Also das ist ja gut, okay, das sieht viel aus und dann ist es halt nochmal das Ecke nach. Also das sind ja doch immer Strecke. Ich hätte jetzt von Rennes nach Paris machen sollen, aber ich wollte Lille umnehmen mit dem Mumm. Das hätte man sowieso machen müssen. Deswegen habe ich jetzt gesagt, wir fahren erstmal da lang. So. Ja. Ich weiß jetzt nicht so irritieren, mit dem ich jetzt irgendwas kaputt fahren oder umfahren oder was auch immer. Ja, wir haben einfach längere Strecke jetzt vor uns. 330 Kilometer von Lyon nach Rennes. Von Dijon nach Rennes. Ja, kann auch manchmal das gleiche sein, das kriegen wir schon hin.
Ja, mal kurz holen hier. Oder geht's im Kreisverkehr weiter? So, jetzt muss ich mich noch ein bisschen orientieren. Hier geht's raus. So. Ja, was kann ich mir noch so ein bisschen Quatsch auf? Wir haben ja den. Ach, hier ist das Depot von in Remmen. Nee, Quatsch, in der. Klar, warum nicht? So, jetzt holen wir hier kurz das Taxi. Die Oma hier vorne. Jetzt können wir natürlich wieder warten. Bezahlen brauchen wir eh nicht. So ein Audi. Komm, gib Gas. Ja, das weiter geht's jetzt nach Remmen. 306 Kilometer sind es immer noch. Also ich glaube, da haben wir auch eine Megastrecke. Und ich habe mir den letzten Teil wird genauso lange sein. Wir haben jetzt so hingehen eine Stunde. Ja. Wie weit ist denn der nächste Parkplatz eigentlich? Ich fick gerade so nebenbei. Ein Stück. Na gut. Können wir da vorne am Radplatz wahrscheinlich die Pause machen. Wir werden jetzt wahrscheinlich auch tun. So, jetzt können wir hier mit dem rechten Ding sogar Tempomat einschalten. Mal so rausnehmen. Okay, der fällt jetzt eh davon. Kilometer noch ungefähr. Also ja, wir haben jetzt schon die ersten 40 Kilometer schon herunter herunter. Frage, will ich aber mal einschalten? Ich kann ja immer mal den reinschauen. Ich brauche nur noch zu lenken jetzt gerade. Ja, da fällt er ja drin. Schneller geht da leider, ne? Jetzt habe ich nicht wieder rausgenommen. Sie seht, da ist er drin. Oh, scheiße. Felix! Hilfe! Das ist jetzt ein bisschen blöde. Ach, jetzt geht's wieder. Und schön, das haben wir mal auf 103 gestellt. Also 100 ist jetzt insgesamt drin. Das, was wir auch dürfen. Und daher alles wunderbar. Upsi. Nein, ich bin nicht betrunken. Ich bin auch kurz auf das Stick gekommen. Also ich fahre mit Controller, ne? Nur sehen den Bein. Ich weiß, es gibt einige YouTuber, die fahren mit Lenkrad, aber ich bin mit Controller unterwegs. Bremsmaler vorne. So. Schön mit 101 km/h über die Autobahn schleichen. So, wir es können am besten. Jetzt hier schön runter. Wo sind wir denn überhaupt? Also wir sind wieder
Ja, nicht allzu viel. Haben wir noch ein bisschen Stück? Ja, noch ein kleines Stück bis zum Parkplatz. Da müssen wir ja unsere Pause machen. Und da ist noch einer ein bisschen in der Nähe. Der noch ein bisschen näher dran ist. Nee, ne? Nee, das schaffen wir wahrscheinlich nicht mehr hier vorne. Alles klar. Halt, Chloa! Dann machen wir mal so. Offizielle Ankunft ist 21:29 im Rennen, aber wir werden natürlich deutlich früher da sein. Ich vermute, dass wir irgendwo bei 18 noch was zu haben. 17, zwischen 8, ja doch, so ca. 18. Oh, sup, fährt auch noch. So, die Frage, dürfen wir hier raus? Hier können wir nicht raus, der Parkplatz ist auf der falschen Seite. Ernsthaft? Warum macht der keinen Parkplatz da, dann seid ihr auch noch? Ernsthaft? Ist das wirklich so ein Parkplatz? So ein bisschen blöd. Das ist ja blöde. Ja, das ist wirklich der einzige Parkplatz. Wir müssen wirklich den einen da oben mitnehmen. Nee. So, was wir machen gleich an der nächsten Tankstelle die Pause. Da wird aber bestimmt ein Rastplatz sein. Und da unten kommt jetzt gleich eine Tankstelle. Na gut, wenn wir da natürlich unsere Pause machen müssen. Ah, schön mit Tempomat über die Autobahn jetzt zu jagen. 225 Kilometer vor dem großen, vor dem nächsten Ziel im Rennen. Wir sind mittlerweile in Ostfrankreich unterwegs. Quasi einmal die Grenze zu Deutschland wegfahren. Und dann geht es in der nächsten Episode schon über Paris. Quasi in 2 Tagen jetzt dann. Dritte Spur brauchen wir, nehmen wir mit hier. Weil über links kommen wir nicht rüber, jetzt fahren wir mal kurz rechts an den Kollegen vorbei. Weil der LKW ja auch schon ordentlich zieht, ja bestimmt auch 95 drauf. Und den jagen wir mal kurz vorbei hier. Haben wir kurz die komplette Lücke da mitgenommen. Haben wir denn noch bis zum Parkplatz, bis zur Haltestelle? Bis zum Haltestelle, ja. Ihr wisst, was ich meine. Mann. Das ist auch wieder eine andere Seite? What the fuck? Das ist wirklich wieder eine andere Seite? Das ist linke Seite? Ja, es bleibt wirklich fast nichts anderes übrig, als den Parkplatz hier zu nehmen. Wir haben um 16 Uhr die Pause, das sind 20 Minuten. Warum? Warum habt ihr eure Plätze? Warum habt ihr die Tankstelle und Rastplätze? Warum habt ihr die nur auf die linke Seite gebaut? Warum habt ihr die auf beide Seiten gemacht? So scheiße sowas. Ich wollte schön an der Tankstelle die Pause machen. Das kannst du jetzt knicken. Die ist wirklich hier erst? Die ist hier links? Wir haben keine Fahrt, wir haben keinen Platz. Wir haben 90 Kilometer noch, wir haben jetzt 130 schon wieder weg. Also sind jetzt meine Bedingungen schon wieder. Das verstehe ich jetzt nicht. Also never ever kriegen wir das jetzt hin. Wir schaffen noch niemals zum nächsten Rastplatz. Nee. So, also wenn ich ehrlich bin, tut mir das jetzt gerade extrem leid. Ich muss natürlich jetzt meine Pause machen. Weil sonst kann ich nicht durchkommen, durchfahren. Gut, dass wir nicht allzu viele Leute dabei haben. Nämlich 11 noch insgesamt. Oh, Alter. Nehmen wir die mal alle mit. Hallo. Du bist Nummer 7, Nummer 8 und Nummer 9.
Du bist Nummer 10 und da musst du bestimmt auch vorne einer sitzen. Jawohl, schöner Platz auf den Elfen, auf den Malf hinter mir. So, die nächste Haltestelle ist dann Rem und dann hoffe ich, dass wir durchfahren können. Weil nach Rem kommt eigentlich nichts mehr, außer Lille. Naja. So, dann gehen wir mal weiter auf unsere kleine Runde. Weil ich muss den Gang rausnehmen, so dass es hier wieder weitergeht. Mal kann ich jetzt. Nee. Okay, wir dürfen ja weiterfahren. Oh, Alter. Na dann, machen wir mal auf, weiter unsere Reise fortzufahren. In Richtung Rem, 185 Kilometer sonst noch. Und dann hemmen wir das und dann haben wir nämlich auch noch eine Haltestelle. Nämlich die in Lille. So, dann gehen wir mal Gas. Komm, 102 heute. Wir sind gerade bei 105 gewesen mit dem Bus. So, die Ansage hier nicht. Ich gehe mal den Fahrgast ein bisschen auf und zack, mit deinem scheiß Transporter hier neben mir. Gucken wir, wie weit dann die letzte Teilstück ist. So, ja, deswegen kann ich hier schon ein bisschen was trinken. Bei mir hier alles zugemacht, Fenster und alles, weil es ist wieder so schweinewarm einfach nur. Ich habe das heute beim Aufnehmen von Formel 1 gemerkt, dass ich wieder so ein bisschen auf Pizza, aber gut, du bist halt am Arbeiten dort. Was ist denn hier los? LKW der hier, hält hier mit so auf. Ja, manchmal hängen die so ewig in, drei Tage hinter dem scheiß LKW, dass die da fast in den Zweck fahren, beziehungsweise kleben eigentlich mehr oder weniger den Weg. So, wir fahren natürlich weiter geradeaus, auf diese Richtung kommen wir ja schon. Kommen wir jetzt gerade. Und Lyon war die erste Zwischenhalt in Frankreich. Und wir sind auf dem Weg zum vorletzten. Oder der nächste Episode geht dann nach Paris. Ja, wie gesagt, das bringt sonst nichts. Ich schaff's einfach von der Zeit her nicht auf. Gerade weil dieses Spiel extrem intensiv ist, was das bei die Länge betrifft. Klar, mit teilweise anderthalb, zwei Stunden. Hier ist es einfach nur mal so. Der braucht halt eine Weile, bis er den gerendert hat, das Video. Bleib mal da hinten jetzt weg, Mann. Ich muss da mal rein. Dankeschön. So, jetzt mal den Parkplatz, den wir eben schon gesehen haben. Jetzt ist mal ein Parkplatz auf der anderen Seite. Und zwar nur auf unserer Seite. Weil der letzte Parkplatz war nämlich, ist das Frankreich gang und gäbe, dass tatsächlich die Parkplätze auf der
auf nur einer Seite sitzt. Also ich habe ein bisschen Öl, wenn ich ehrlich bin. Alles verschüttet, danke. Entschuldigung. Wie haben wir denn noch? Knapp 100 Kilometer? Knapp 100 Kilometer haben wir noch. Schon wieder Mund. Also es geht jetzt eigentlich relativ schnell. Die letzten 100 Kilometer ziehen gehen eigentlich normalerweise relativ schnell. Das ist natürlich ein mega Stück, 35 Kilometer. Aber liegt halt daran, dass die Städte in Frankreich so extrem auseinander sind, nicht so wie in Deutschland zum Beispiel. Ich fahre hier schön mit dem schön mit Tempomat. So, 75 Kilometer haben wir noch. Die können wir doch ohne Probleme weiterfahren hier. Ich glaube, ich fahre jetzt gerade ziemlich direkt in Richtung Lille. Wobei die Straßen hier verdammt eng sind gerade. Ich nehme mein Tempomat raus, weil das hier gerade ein bisschen kuschelig wird. Und hier mit 100 durchzubrezeln, weil da habe ich da kein Problem mit, das wisst ihr, aber bis jetzt. Also es wird darauf hinauslaufen, dass natürlich nicht das neue Projekt jetzt schon ab quasi gestern läuft, sondern wahrscheinlich erst am Morgen. Also ich muss einfach mal die Zeit für uns aufzunehmen. Seht es mir bitte gerade ein bisschen nach. Oder wir lassen es einfach erstmal so, wie es ist. Dass ich nicht irgendwas dazwischen. Nee, wir machen das so, wie es ist. Der Thermosimulator wird erstmal alle zwei Tage kommen, zumindest auf dem 18. Slot. Alles andere ist jetzt erstmal gerade relativ unnötig, weil sonst komme ich einfach nicht mehr hinterher. Wir werden das neue erst dann anfangen, wenn der der Fernbus-Simulator hier durch ist. Das ist mir am liebsten. So, jetzt müssen wir gerade hier unten, ne?
So, dann sind wir ja gleich da schon, ne? Oh, da vorne ist wieder eine Mautstation, da wird wieder abgezackt hier. Frage ist, interessiert dich? Prinzip ganz interessiert mich, dass wir jetzt vorbeifahren. Wenn wir Glück haben, kommen wir da jetzt ohne Probleme unter dem Auto, ja? Immer mal clever hinterher. Ja. In Real Life würde das gar nicht gehen, da wären sie zu schlecht dahinter, ja. Aber in Game geht so einiges. Ups. Alles verschüttet, danke. Kein Problem. So, mal ganz kurz hier rein. In die Lücke. Sinke gerade mit deiner Scheißkarre. Tag brauchen wir gerade noch nicht, ne? Ist noch gut, der hält doch. Wir kommen ja durch. So, 22 Kilometer noch und dann geht's auf die letzte Etappe. Das geht auf die letzte Etappe, ja. Dann für heute. Und schon sind wir in Reim, in Rem. Rem wird ausgesprochen, glaube ich. Oder Rins, keine Ahnung. Und Französisch ein bisschen eingerostet. Ich habe ja in der Schule 5 Jahre Französisch gehabt. Aber ich wusste, dass ich meine Rem als die Stadt. Ich glaube, wir knallen die aber kurz rechts dahin. Wo müssen wir denn da hin? Soll ich mal heizen? Ansonsten halt die Klappe, sonst kannst du direkt laufen. Ich setze mich hier auch hier mitten an der Straße aus, das ist mir scheißegal. Das ist typisch deutsch, ich muss erstmal meckern. So. Ja, das ist Senke, Leute. Ich geh durch, ja, ne? Dann fahr doch mit dem scheiß Taxi, was interessiert mich das? Ich bin Taxifahrer, ich war besser als die. Ja, das will mich nicht. Komm mit klar oder lauf zu Fuß, mir ist scheißegal. So, nicht so. Und damit sind wir in Rem. So, das ist mal kurz die. Reiß doch mal die Klappe auf, wenn du so das Wort ist. Boah, steht mir alle im Wege. Meine Fresse, dicke Busfahrer muss jetzt mal durch. Sitzt du hin nach Lille? Na gut, natürlich alles, alles was nicht Lille ist, ist eh durch. Lille, Lille. Da. Ich muss jetzt mal hier aufräumen. Na, hallo. Ich diskutiere jetzt gerade auch nicht. Alles was jetzt. So 1, 2, 3, jetzt haben wir da hinten noch eine. Ja, Grüezi, mit in Frankreich, natürlich. Hallo. Hallo. Hallo, 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 hallo. Was ist das? Lille. So, damit müssen wir es alle haben.
Und ja, ich fahre jetzt auch durch. Bei mir die Pause 20 Uhr, das heißt, das würde von der Zeit her ein bisschen passen. So. Adieu, bitte. Ich sag mal jetzt 5 Kilometer. Nochmal so ein Ding, 309. Der war schon mal aus Frankreich. Weg und dann geht's in die Mitte. Also 309 Kilometer jetzt nochmal nach Frank bis nach ja. Also stehen wir, das ist kein Problem. Fahrt weiter einfach. Ja, bitte. So, 90 ist hier laut. Schon lange kein Blitzer mehr gehabt, ne? Ich glaube, als ich das letzte Mal sowas gesagt habe, stand der Blitzer nämlich um die Ecke. Ja, wir jagen jetzt hier mal kurz da auf der Autobahn. Entgegen unser Zielrichtung. Nee, 292 Kilometer noch bis zum Ziel. Ja. Ich muss hier durch. Ich muss hier durch. Hallo? Oh, der knallt ja auch ohne Probleme. Durch, kriegen wir's hin? Nein! Wieder nicht, jetzt aber. Ja, gehen wir wieder hoch. Prinzipiell, der ist ja ohne weiteres durchgefahren einfach. Und ich wollte hinterher mit dem Bus, aber war nicht so. Egal. So, wo müssen wir denn lang? Linke Spur? Nein, ne? Das kann nicht richtig sein. Da steht unsere komische rote, weiße, rote Schilder mit beiden Balken. Die sagen dann, oh nö. Das sieht sich aber ganz schön hier vorne hier hoch. So, nächste Folge fahren wir wieder mit dem Neoplan, mit dem Skyliner. Den wir ja schon die ganze Zeit gefahren sind. Würde ich mal so behaupten. Ich bin zwar kein großer Trophäenjäger, aber ich glaube, die Megatrophäe wird dann kommen, wenn wir alle Stifte freigeschaltet haben. Ich wundere mich, dass ich gesagt habe, dass ich für Deutschland keine bekommen habe. Dann werden die nächste Pause offiziell. 0:30. 30? Ne, jetzt halt 15, wollte gerade sagen. In 2 Stunden hingehen. Aber ich fahre jetzt eh ohne Pause durch, wenn ich ehrlich bin. Nur ein bisschen runter, ne? Ja, müssen wir. Hallo, zieh mir nicht vorne rein vor die Nase, du Idiot. Ich bin hier am Maramantur, also ich muss hier machen. Fahrzeug auf Gelände vor allen Dingen. Gut, ich habe bitte wieder abgekürzt. Ah, das war aber ja. Nicht der Unfall.
So, Tempomat rein, damit wir hier ohne weiteres durch können. Naja, 230 Kilometer haben wir noch. Und dann haben wir es geschafft. So, hier brauchen wir keine Pause machen. Eine offizielle Pause ist um 20 Uhr, also in 2 Stunden. Wir haben jetzt auch 220 Kilometer, also ich denke mal, wir werden durchfahren. Ich glaube jetzt nicht, dass da noch kurz vor mir hier nochmal eine Polizeikontrolle kommt. Eigentlich sollten wir es durchschaffen. Eigentlich. Aber viele Berge, muss ich sagen, ein bisschen die Gegend. Sind das schon die Pyrenäen? Ich bin schlecht in der Erdkunde, es tut mir leid. Aber es ist ziemlich hoch und ziemlich bergig auf jeden Fall. Pyrenäen sind mir gefühlt das einzige, wo etwas mir einfällt. Aber glaube nicht, nee, das sind einfach nur Mäulen, irgendwelche Berge. Haben wir noch keine wieder Polizeikontrolle gehabt, jetzt auf dem ganzen Stück. Mit 97, also keine 200 Kilometer noch, liebe Leute, bis zum finalen Ziel ja für heute beim Fernbus Simulator. Übermorgen geht es dann weiter, wahrscheinlich über Paris. Ich hoffe, dass ich dann auch wieder die Zeiten kriege. Normalerweise kriege ich es ein bisschen schwierig, die Zeiten immer. Hallo. Genau, bleib einfach stehen. Ich liebe es, wenn Leute mich überholen und dann eisekalt oder wollte ihn reinlassen, aber dann eisekalt stehen bleiben. Ich fahre mal kurz hin, lassen wir langsam machen. Wobei ich glaube, wenn der jetzt dahinter bleibt, wird der wahrscheinlich eh. Dann wird er wahrscheinlich. Ja, ist schön, dass wir bremsen. Ich liebe solche Leute. Meine Fresse, ey. Ich sag ja, ich liebe solche Leute. Vor allem, dass sie noch fast einen Auffahrunfall riskieren. Ich muss da unbedingt bremsen. Ja, der LKW fährt langsam, ich weiß das. Aber dann kann ich auch links blinken und rausziehen. Das wäre kein Problem gewesen. Nein, ich bleib dann eisekalt mal stehen. Mit dem Transporter links, das hätte locker gepasst. Das wär okay gewesen. Das wäre also ja okay gewesen, aber nicht so. Ich
So, dann ziehen wir hier mal durch. 160 Kilometer haben wir noch jetzt bis nach Lille. So, jetzt oder 50 Kilometer für heute. Ich könnte gleich schon wieder was zu trinken holen. Aber das kriegen wir doch hin. Ich habe ein paar bisschen habe ich noch immer hier. Nur nicht kalt. Nur nicht kalt gerade. Ich finde dieses komische Gebilde, was da gerade vor mir so ein bisschen rumsteigt, das finde ich gerade ziemlich interessant. Finde ich gerade irgendwie ziemlich witzig. Ich weiß nicht, was das ist. Ich spiele wahrscheinlich jemand Snake oder so. Ach, das ist. Ja, ich weiß, das ist die Spiegel von der Dings drin, von der. Von der Leitplanke finde ich trotzdem nicht so komisch. Dübde! Oh Mann! Ja, das ist halt schlimm. Ich liebe solche Leute. Hey, du überholst mit Vollgas, weißt du? Da denkst du, ja, ziehst du mit, der wird schon weiterfahren. Nö, dann ich geh da mal voll in die Eisen. Manche Leute echt, das ist. Wow. Ich könnte sowas kotzen. So, 120 Kilometer noch, dann haben wir's. Dann sind wir angekommen in Lille und beenden für heute zumindest die Route. So, ein paar Tage werden wir noch haben miteinander. Und dann endet zumindest der Fernbus-Simulator, bis wenn das bis auf die EDC kommt. Soll ja, wie gesagt, Ende des Jahres vielleicht das neue EDC kommen mit Dänemark. Ich warte dann natürlich auf Länder wie Portugal, wie Spanien, Italien, Polen und ja, Slowakei, Slowenien, Rumänien, Ungarn. Okay. Ja, Ukraine, Russland und dann hätten wir einmal komplett Europa. Aber bis es soweit ist, wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Ich habe jetzt schon für zwei Putpacks jeweils 20 bezahlt. Also 40 Euro bezahlt. Ich habe also für dieses Spiel 80 Euro mittlerweile gelatzt. Ja, es macht Laune. Und was viele nicht verstehen, ist, dass ich mein richtiges, echtes Geld da reinballer in dieses Spiel. Bisher zumindest. So, 90 Kilometer noch. Jetzt muss ich gerade noch ein bisschen runterbremsen. Was hier könnte, kann ich auch überholen und dann direkt reinziehen.
So, 80 noch. Ob ich raten davon ist. Also, sah jetzt wieder mal nach einer weiteren Mautstelle aus, aber dem ist nicht so. Haben wir überhaupt noch mal eine Mautstelle auf der Strecke? Eigentlich nicht, ne? Würde mich jetzt sehr wundern, wenn es so wäre. Nein, haben wir nicht. Alles klar. Ich fahre jetzt einmal hier außen rum auf die Autobahn, auf die finale Autobahn in Richtung Lille. Wo wir jetzt auf 75 Kilometer haben. 76 für die Klugscheißer-Kreuz, jetzt haben wir 75, 74. Hier seht ihr die Anzeige unten rechts. Auf der Karte, über der Karte, wie weit es aussieht. So, jetzt habe ich das nicht erkennen. Wo sind wir hier eigentlich? Irgendwo in Frankreich. Irgendwo mitten in Frankreich sind wir gerade. So, hier haben wir einen weiteren Parkplatz. Aber wie gesagt, wir haben noch 40 Minuten und ich will jetzt irgendwie, wir versuchen es irgendwie durchzuwuppen. Wir haben noch keine 50 Kilometer bis Lille, also von daher mache ich mir gar keine Sorgen gerade. Gut, der MAN-Reisebus ist tatsächlich der Bus, auf dem ich meinen Führerschein gemacht habe. Also das Fahrzeug hier. Ja, ich habe einen Busführerschein, tatsächlich. Das ist kein Scherz. Deswegen kenne ich mich stückeweise in der Materie aus. Du musst dich auch noch da durchklatschen. Auto, Junge. So, jetzt fahren wir hier raus. 30 Kilometer noch. Wir sind jetzt hier gleich da. Jo, dann geht's weiter mit Paris. Wahrscheinlich Paris, ne? Wahrscheinlich Grand Paris, Nizza zum Dreh rum. Sind wir hier eigentlich auf der einspurigen oder zweispurigen Strecke? Einspurig, alles klar. Wir jagen einfach trotzdem durch. Guck mal, der fährt sogar falsch durch. Oh nein. Nee, war es nicht. So, damit sind wir im finalen Städtchen. Bei der finalen Stadt dieser Route. Wurde mal 18, 17, 17 sind wir. Also die Folgennummer hat mit der Route nichts zu tun, weil drei Folgen davor waren schon Rundfahrten durch Köln, Zürich und Leipzig oder Leipzig, Zürich, Köln, wenn man so sieht. Ja, ich habe schon der Kollege wieder an. Geht's auch etwas langsamer? Nö, ich wollte ankommen oder nicht? Das interessiert mich nicht, wir sind in 10 Kilometer da, wir können sowieso, könnte direkt einen neuen holen.
Nein! Boah, ich würde da rein. So, wir sind jetzt hier rechts rein, okay. Ja, und dann haben wir schon den Platz gefunden. Da haben wir es rüber. Oh. Warum tauschen die mal diese? Jetzt auch für To Go. Ja, gut, das haben wir ja schon mal öfter mal gesehen, die Werbung. Dass die gute Werbung einfach nur Copy-Paste gemacht ist. Aber vorher Hauptsache die ganze Zeit, ich muss meckern. Ich bin Deutscher, ich mecker gerne. So. Wir sind da, oder? Hallo? Sind die alle schon raus? Hallo? Gut, dann sind wir durch für heute. Oder sogar noch vor der Zeit, wir hätten eigentlich noch Pause drin gehabt. Doch mal waren es 974 Kilometer. So, die nächste Route, neue Route bestellen. Das ist dann die 18. Sind wir leer, aber wir werden jetzt natürlich weitermachen mit Rennen. Ja, ich befürchte, dass wir was anderes bauen müssen. In Paris. Dijon haben wir ja schon. Rouen. Ah ja, gut, das sind nicht so viele Städte, ne? Dijon. Gepresst. Guck mal, der Press sind fast 800 Kilometer. Wow. Aber eine kleine Route heute mal wieder, oder was? Rennen nach Paris, bei Paris nach Rouen, das war mal ein Rennen. Auch 600 Kilometer. Ja, ich befürchte, dass wir wirklich eine kleine Route machen müssen. Ausnahmsweise mal. Das werden wir auch tun. Es macht uns im Moment keinen Sinn. Weil wir haben sonst. Oder warte, wenn wir jetzt mal von hier fahren. Wenn wir nämlich nicht von Lille fahren. Von Rem fahren. Sondern von einer Stadt aus, von Lille. Paris nach Tours, dann haben wir wieder diese 900 Kilometer, dann sind wir soweit. Dann haben wir nämlich nur 900 Kilometer und dann haben wir zumindest mal hier oben die Ecke schon wieder weg. Oder macht das Sinn, von Rem aus zu fahren? Wahrscheinlich macht das Sinn, von Rem auszufahren. Ich will mal gucken, was das machen würde. Kilometer durch den Rem. Nicht Rem-Tour, sondern... Also wenn hier sind 251 Kilometer. Hier sind 918. Dann fahren wir von Rem aus. Dann fahren wir von Rem über Paris nach Rouen. Jetzt muss ich gerade gucken, was ist das Limoges noch sinnvoll mal. Sinnvoll mal? Nee, macht es nicht mehr. Nord vielleicht noch. Auch nicht. Nee, dann machen wir es so. Dann fahren wir von Rem aus und nehmen dann Paris mit. Und dann werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge die oben die Ecke mit holen. Wahrscheinlich dann Tour, Nord, Rennen, Brest. Und dann werden wir dann schauen, dass wir von wahrscheinlich Nord, Limoges, Bordeaux, Biarritz fahren
Dann sind das nicht mehr halb so, dann haben wir den Rest, dann fahren wir wieder Toulouse, Perpignan, Marseille, Nizza. Und dann sind wir wahrscheinlich dann durch. Oder Clermont-Ferrand oder was auch immer. Ja, irgendwie sowas in die Richtung wird es werden. So, das sind jetzt nochmal 918 Kilometer. Vorarbeiten kann ich nicht, weil dafür ist die Strecke zu. Das ist ein bisschen blöd. Gut. Und jetzt muss ich gerade gucken. Ja, möchte ich. Dann können wir das in der nächsten Folge nämlich machen. Warum auch immer der das jetzt nicht übernimmt. Dauert jetzt einen kleinen Moment. Das dauert jetzt einen kleinen Moment. Ja, Remtour, genau. 918 Kilometer sind es jetzt dann in der nächsten Episode. Übermorgen um 18 Uhr. Bis dahin mal wieder dabei beim Fahrmann-Simulator.